nicht, weil die Väter nicht mit an Bord sind. Sie müssen verdammt noch mal rausfinden, wovor sie solche Angst haben. Väter haben dieses maskuline Image, das sie aufrechterhalten wollen. Sie müssen rausgehen und sich zu Wort melden. Sie müssen den Leuten zeigen, dass sie hinter ihren Kindern stehen. Zu 100%. Für mich als Vater war es wichtig, meine Meinung zu sagen. Das war eine heilende Erfahrung. Die Sache, die uns alle verbindet, ist, dass wir unsere Kinder lieben. Und bereit sind, auch für die Kinder anderer Leute alles aufs Spiel zu setzen. Manches ist besser geworden. Es ist aber auch eine sehr beängstigende Zeit. Wir müssen uns wieder in den Kampf stürzen. Und wir tun das nicht mit gesenktem Kopf, sondern wir werden diese Bewegung mit voller Kraft unterstützen. Die Leute müssen wissen, dass es uns gibt. Wir schrecken nicht zurück, wir verstecken uns nicht. Wir werden uns der Sache stellen. Das ist alles, was wir tun können. Wir müssen den Weg für unsere Kinder sicher machen.